So, Plakate sind da, aber das Festival findet nicht in dem Gebäude statt, sondern es findet in diesem Gebäude statt. Es fängt da an und hört da auf und geht natürlich noch hinten rein. Hier einmal das Line-Up, oben alle Main Acts und ab hier alle Locals und Newcomer. Vielleicht ist einigen von euch schon mal aufgefallen, es gibt manchmal erst Timetables und Programmhefte vom Festivals, erste Gig vorm Event, also bei so vielen Acts ist es nämlich manchmal richtig schwierig, alle Infos pünktlich zusammenzubekommen, vor allem wenn man im Amateur-, semi-professionellen und professionellen Bereich mischt, dann ist das manchmal ein bisschen difficult. Aber wir haben es geschafft, dass unser Festivalheftchen eine Woche vorher schon da ist. Lieber Andreas, wie fühlt sich eine Woche vor dem Festival, wenn der Live-Main-Act vom ersten Tag absagt? Ja, ist eine Herausforderung, ne? Ist kein Problem, ist eine Herausforderung. Wir müssen jemand Neues finden. Sind wir dabei? Wird geil. Keine Sorge. Weil vor der Party sagt der Party. Das ist der Michael. Das erste Wochenende gefallen. Voll geil. Auf jeden Fall auschecken, City Movement Festival in München Gladbach Projekt 42. Schon dope. Hast du mal ins Programm geguckt? Welchen Tag würdest du dir angucken, wenn du hier leben würdest? Theoretisch alle. Yeah, bester Werbesatz, danke. Tschö. Ciao. Tschüss. Dach von Projekt 42, wo das Festival heute das letzte Wochenende hat. Und ein paar von euch kennt es vielleicht schon aus meinen Fahrradbühnen Behind the Scenes Videos. Hier habe ich das vor Winterschlaf geparkt, wo jetzt diese schöne Figur steht. So, insgesamt war das Festival höchst spannend, war richtig spannend. So nach Corona-Schissel-Madissel, so 8 Tage, jeden Tag 4 Bands und 4 DJs, beziehungsweise 5 DJs. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es kommen noch ein paar Aufnahmen von den letzten Tagen und Kanal abonniert, Leute. Ein Thema, was bei so einem Musikfestival untergeht, sind die Visuals. Da haben wir heute den Bändeform aus Mannheim zu Gast. Und der Herr hat ein Objekt gebaut. Wenn ihr nachher noch seht, hier in dem Video, wie es aussieht. Und Bände, sag mal Hallo. Hi. Komm vorbei.